Hallihallo, liebe Leute! Und wir machen weiter mit Breath of Fire 3. Immer noch auf der Suche nach der Hütte von Baiga oder wie der Typ hieß. Und schauen wir mal hier rein. Verschlossen. Ray könnte das Schloss vielleicht knacken. Na los, Ray. Ah ne, warte mal. Kann man hier die Party wechseln? Irgendwie. Ah, mit L1, okay. Okay, Ray. Ray hat das Schloss geknackt. Wunderbar. Sind wir hier richtig? Juhu! Das dachte ich mir. Keiner zu Hause. Bist du sicher? Vielleicht hat er eine Falle aufgestellt. Halte deine Augen offen, DJ-Kerl. Es könnte uns jemand hören, wenn wir zu viel Krach machen. Zu viel Krach im Sinne von irgendwo drauftreten, vielleicht auf einen Stock oder so? Okay, wir verteilen uns. Auf und spionieren den Ort aus. Lautlos! Okay. Psst. Also ruhig, Leute. Lautlos. Es sollte hier was zum Essen geben. Das Essen ist weg, der Teller ist alle. Siehst du das nicht? Okay. Wow! Diese Kerl! Psst! Tut mir leid. Beruhige dich! Kühl dich ab, DJ Kerl! Ah, jetzt kann ich mich umgucken. Ah, hier kann man sogar in den Keller. Guck ich. Moment, hier ist ein Schrank. Nichts. Hey, Mensch, warum haben die alle nichts? Was sind das für Leute? Ach, hier ein Fass vielleicht? Nein. Okay, gehen wir mal nach unten. Ah, schicker Keller. Oh, was ist das? Holz? Kann man das zum Brennen benutzen? Hier ist nichts. Okay, dieser Schrank bleibt mir noch übrig. Fleisch, yay! Ich habe Fleisch gefunden. Alles meins. Ihr kriegt nichts. Nein, vergiss es. Was gefunden? Hey, hier sind Lebensmittel. Alles klar, kommt. Wir verduften hier. Irgendwer kommt. Oh oh. Oh oh. Du sagst es. Der alte Bunyan kommt heim. Abhauen. Wir werden Ärger kriegen. Ich werde es hinbiegen. Und wie? Ray? Wenn was passiert, lenke ich ihn ab und ihr macht euch aus dem Staub, okay? Okay, auf deine Verantwortung. Wow. Deswegen musst du dich aber nicht gleich prügeln, Ray. Es ist alles okay. Es gibt keine Chance, dass Ray... Das wird Schrei. Okay. Glaube, ich sollte lieber schauen, was da los ist. Also, das hast du nicht gesund angehört. Keine Sorge. Wir kommen hier raus. Richtig? Irgendwie schon. Hoffe ich. Aua? Noch einer kaputt? Okay, das muss ich mir jetzt anschauen. Nein, ich wollte nicht runter. Ah, Mensch. So, man muss erstmal mit der Steuerung hier irgendwie ein bisschen klarkommen. So, oh, die sind draußen? Oh, alle festgebunden. Nein! Aua! Das tut doch weh. So ein armes kleines Kind zu hauen, geht's hier noch ganz gut. Ich wusste, dass ihr nichts zu nichts taugt. Aber ich dachte nicht, dass ihr so tief fallen würdet. Oh oh. In einer Zeit wie dieser, wo ein jeder leidet. Im Klartext, wer nicht arbeitet, hat keinen Anspruch auf Essen. Wow, du kannst aber hochspringen. Halt's Maul! Wir haben gearbeitet! Habt ihr es immer noch nicht gerafft? Leute berauben ist keine ehrliche Arbeit. Ich hatte vor, euch aus den Wäldern zu jagen, aber... Wenn ihr euch nur bessern würdet, dann könnte ich vergeben und vergessen. Und was erwartest du von uns? Ray,
Du bist noch ein starker Bursche, nicht wahr? Ich habe einen Job für dich. Ja, ihn bindest du frei, ne? Du hast doch sicher von Glaubsberg gehört. Dem großen Berg nördlich des Waldes. Du wirst alles erfahren, wenn du es siehst. Ich will, dass du dort hochgehst. Verstanden? Und dann? Was soll Ray dann machen? Ich allein? Nein, ich allein? Was ist mit denen? Wir können ihnen helfen. Keine Sorge. Für die anderen habe ich etwas anderes im Petto. Ihr nehmt sie als Geiseln? So dass ich das tun muss, was ihr wollt, richtig? Scheiß Kerl. Na gut, ich mach's. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber ich gehe zum Glaubsberg. Tipo, behalte DJKR im Auge. Was soll ich denn schon großartig anstellen? Hallo? Hey, alter Mann, was sollen wir denn tun? Bestimmt irgendeine Feldarbeit oder so. Arbeite, Tipo. Wenn du was zum Essen willst, musst du arbeiten. Verstanden? Okay. Oh, Holz fällen, oder was? Ihr sollt Feuerholz schlagen. Okay. Und das funktioniert wie? Es ist ganz einfach. Tipo bringt den Stamm und DJKR zerschlägt ihn. Okay. Probieren wir es mal. Ihr könnt mit einem Schwert umgehen, oder? Ja, denke ich doch. Es ist die Dreiecktaste. Mhm, gut. Wenn du zu schnell schneidest, verletzt du Tipo. Das hatte ich nicht vor. Wenn du zu langsam hackst, wirst du den Stamm verfehlen. Hack so viel Holz, wie es geht. Bis ich Stopp sage. Okay, verstanden? Ja. Ich bin bereit. Kein Problem. Sollen wir so etwas machen wie im Schlaf? Im Schlaf würde ich das nicht machen wollen. Komm, DJ Kerl, lass uns das hier erledigen. Alles klar, dann fangt an. Okay, war es jetzt falsch? Ah, okay. Ich hab den Bogen raus. Wow, Holz fällt leicht gemacht. Zack. 7. 8. Und wie viel muss ich überhaupt machen? Oh Gott. Also einen habe ich schon mal vermasselt. Das finde ich jetzt scheiße. Hoffentlich schaffe ich genug. 16, 17, 18. Okay, das müsste reichen, oder? Stopp! 18 Stämme. Nicht schlecht. Wie nicht schlecht? Ich habe nur einen Fehler gemacht. Das muss gut sein. Wir haben gearbeitet. Nun kann sicher keiner mehr beschweren, wenn wir stehlen. Na, das ist so leicht. Wenn ihr es so seht, wird es euch bald leid tun. Glaubt ihr nicht? Hä? Wen kümmert's? Eines Tages, bald hauen wir hier ab. Ich fürchte mich vor nichts und niemandem. Bist du dir sicher? Komm schon, DJKR. Wir folgen Ray. Ach, jetzt müssen wir ihm folgen. Hinterher laufen und kämpfen. Na toll. Gegen 2 Kobolde. Juhu. Okay, kommt her. War schon wieder 1 plus. Ich frage mich, was diese Attacke überhaupt bringen soll. Naja. Ich werde es wohl irgendwann noch herausfinden. Oder es wird mir jemand sagen. Je nachdem. Einfluss? Ach Mensch. Ihr habt echt nichts Besseres zu tun, als Einfluss einzusetzen. Mensch, wenn Ray jetzt hier wäre, dann würden wir diese Kobolde... Na toll, verfehlt. Auf jeden Fall schneller besiegen. Na komm schon. Oh, du machst zu viel Einfluss, du dummes Vieh. Ich hasse Kobolde. Irgendwie. Na komm. So, jetzt noch ein Treffer, glaube ich, dann müsste der Elite-Kobold auf jeden Fall weg sein. Hoffe ich mal. War es schon wieder Einfluss? War ja so klar. Okay, verfehlt. Also dauert es doch noch ein bisschen länger.
Ah, macht nichts. Mega, jetzt machen wir ihn fertig und dann ist nur noch dieser lächerliche Kobold da. Den kriegen wir auch noch kaputt. Ja, wir wissen, dass du Einfluss machst. So, weg ist er. Bleibt nur noch der Kobold übrig und der ist gleich besiegt. Ein Angriff noch? Okay, danach sollte ich meine Party auf jeden Fall heilen. Bevor die noch mehr angeschlagen wird. So, weg ist er. Juhu! Der mächtige Gegner ist tot. Naja, mächtig? Es geht. Okay. Gut, Leute. Dann würde ich sagen, machen wir uns im nächsten Video auf den Weg zum Glaubensberg und suchen Ray. Okay, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.